Ja, kommen wir heute zum nächsten Part für euch, zum nächsten Video. Es geht heute um die Ansaugung von diesem Schmuckstück hier, Ford Focus RS MK3. Ihr wisst ja, wir sind noch mitten im Umbau. Morgen Prüfstand Hardware. Einfach mal zu wissen, hey, was bringt es? Was bringt der Ladeluftkühler? Was bringt das Ansaugsystem? Einfach mal für euch noch eine dritte Messung, dass ihr einfach weiß, ja, bringt es überhaupt was? Lohnt es sich? Was kommt dabei raus? Ich bin gespannt. Wir haben nicht irgendeine Ansaugung, sondern wir haben, kleinen Moment, eine Ansaugung aus dem Hause Aventuri, in dem Fall in Carbon. Es gibt noch die Option mit Kevlar, ist allerdings noch ein bisschen teurer. Ich denke, das reicht. Ich meine, im Motorraum guckt man ja eh nicht so oft. Bei Treffen vielleicht ja, aber sonst fährt man mit diesem Fahrzeug und dann sieht man da nicht rein. Ich bin gespannt, was rauskommt. Ich bin gespannt, wie sich es einbauen lässt. Würde sagen, schnacken wir gar nicht lang rum, gehen wir ab und geben Vollgas, bauen das, die Ansaugung ein und dann im Video mehr. Bis gleich. Ciao. Ja, Cast Street Performance und Schwarmchecker, Freunde. Wie ihr gerade im Intro schon gehört habt, war das jetzt original Ansaugsound. Genau. Mit ein bisschen Auspuffmissfeier. Richtig. Ein bisschen. Kevin, was liegt an? Ja, wir haben heute, wie der Mario schon gesagt hat, Part Nummer 6 oder Stage Nummer 6 in dem Fall. Ja, sieht gut aus. Also ich würde es am liebsten mit Heimlich bisschen und mit Flugzeug aus, bisschen. Ja, das ist eigentlich schade für ein Auto. Besteht ein Part Ansaugsystem. Ganz wichtig, wir haben morgen Termin um 10 Uhr, Heli Performance. Genau, bis dahin sollte die drin sein, das sollte noch ein bisschen gefahren sein. Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir doch direkt an, oder? Ja, gleich. Los, legen wir los. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ciao. Hallo. Dann würde ich sagen, nehmen wir euch mit auf die Reise. Mario, komm gerade mal rüber. Es ist doch relativ einfach, das auszubauen. Ihr habt hier oben die Schelle. Die löst ihr einfach mit einem ganz normalen Längsschlitzschraubendreher oder mit einer 7er Nuss. In dem Fall habe ich es euch schon vorgelöst. Dann wäre hier oben schon mal los. Wichtig, Sensor ausstecken. Ganz, ganz wichtig. Ich fahre hier rein, Sensor draußen. Hier schon noch eingeklipst mit dem kleinen Clip. Die ist ein bisschen schwierig manchmal. Vorsichtig raus, weglegen. Dann haben wir hier einen kleinen schönen Trick. Das ist wie so eine Gummilasche. Die zieht ihr raus. Hier noch aufpassen. Hier ist dieses Rohr noch mit eingehakt. Siehst du, Mario? Warte, warte. So, dann ziehen wir die Lasche runter. Ja. Jetzt sind die Gummis frei. Der Luftfilter an sich ist nur mit drei Clips eingehakt. Das heißt, im Endeffekt bin ich jetzt schon so weit und kann den rausnehmen. Ja? Da einfach ein bisschen Vorsicht walten lassen, dass er einfach die Clips vorsichtig rausbekommt, dass man da nichts beschädigt. Ich muss hier auf das Gummi aufpassen. Jo, geht doch relativ zackig, ne? Geht relativ einfach, man muss hier hinten ein bisschen aufpassen. Hähne ist eingeführt, relativ nah am Batteriekasten, einfach vorsichtig hochziehen. Das ist hier das Thema hier unten. Genau, ne? Und dann ist quasi der Luftfilterkasten, der Original-Luftfilterkasten vom Fahrzeug schon draußen. Jetzt würde ich sagen, kleiner Switch, jo. Und dann geht's weiter. Mario, du blendest jetzt mal kurz das neue Ansaugsystem an und dann fangen wir an mit Einbau. Kommen wir kurz zum Sensor, Mario, wenn du gerade mal herkommst. Hier ist dieser Stutzen, der nachher an die Ansaugung kommt. Hier seht ihr diese Nut. Ja? Und hier ist ganz wichtig, dieser Sensor so einbauen, dass quasi dieser Überstand quasi in dieser Nut sitzt. Ne? Mhm. Weil nur dann ist er hier so, dass er direkt sauber angeströmt werden kann. Und dann kommt er her und dann legt er quasi nur diese Scheibe auf. Wir müssen noch ein Motorhaube-Loch reinschneiden, damit wir es die ganze Zeit sehen, oder? Der kleine übliche Vorführeffekt. So. Dann schraubt er den Halter hier ordentlich fest, dass der Sensor drinne bleibt. Und jetzt würde ich sagen, jetzt switch mal ab zum nächsten Step. Bis gleich. Jo, bis gleich. Ja, Mario, jetzt haben wir den Sensor verbaut. Dann kommt er mal hier rüber.
Jetzt flanschen wir mal die Zuleitung quasi auf den eigentlichen Luftfilter nachher an. Und zwar ist es einfach nur hier diese Gummimuffe mit diesen zwei Schellen. Ich habe hier noch nicht festgezogen, keine Angst, weil wir müssen ja nachher noch ausrichten. Und dann schiebt ihr das quasi einfach nur hier drauf. Habt hier oben die Schelle. Und dann ziehen wir die Schelle mal ganz vorsichtig an. Aber wie schon gesagt, nur ganz leicht, weil ihr müsst nachher noch verdrehen und so weiter, bis alles passt. Wichtig ist, dass ihr halt guckt, dass die Schelle ringsrum ungefähr den gleichen Abstand hat, beziehungsweise den gleichen Abstand hat. Sauber jetzt, ne? So, das ist jetzt mal gut fürs Erste. Jetzt machen wir die Verrohrung rein und dann den Pilz dran. Dann würde ich sagen, wir sehen uns sofort wieder. Zeig du das und dann nochmal. Ja, kommen wir kurz zum Ansaugrohr, das haben wir jetzt verbaut. Früher wurde hier oben angesaugt oder vorher. Jetzt saugt er allgemein aus diesem Bereich, aber hier natürlich nochmal eine. Ja, wie ihr seht, das ist voll Pracht, ja. Dies glänzt. Stecker schon da drinnen, sauber eingesteckt, Schellen sind sauber verschraubt, wir stoßen nirgendwo an. Wir müssen hier noch ein bisschen gucken, sind wir relativ nah am Stecker, aber das schauen wir gleich nochmal. Werden gleich mal eine kleine Kostprobe entnehmen, eine kleine Runde fahren und dann werden wir nochmal eine kleine Feinjustierung vornehmen und dann sind wir soweit fertig. Jetzt würde ich sagen, bis gleich, ciao. Wir kommen gerade frisch zurück von der Probefahrt, deswegen würde ich sagen, machen wir gleich Ansauggeräusch fein und los geht's. Ihr konntet es hören. Mega, mega geil, würde ich sagen. Hammer. Mario, was meinst du? Ja, kommen wir zum Fazit von Stage 6. Ansaugen, einbauen. War relativ einfach. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Im Endeffekt war der ganze Luftfilterkasten mehr oder minder nur eingeklippt in so Gummitüllen und man musste eben die Schelle lösen für die Zuleitung zum Saugrohr und im Endeffekt war dann quasi der Luftfilter schon draußen. Der Einbau gestaltet sich relativ einfach, bin ich sehr zufrieden, Passgenauigkeit relativ gut, ja, das stimmt. Nachdem wir es ausgerichtet hatten. Ja. Die Thematik mit dem Gitter finde ich auch sehr gut, dass einfach kein Schmutz, kein Dreck da reinkommt, genau, dass man nichts ansaugen kann. Saubere Arbeit, was natürlich auch gut ist Thema TÜV, finde ich absolut sehr gut für das System. Ist natürlich so, dass ihr das eintragen lassen könnt mit dem Teilgutachten. Da muss ich sagen, weiter so, da lohnt sich auch das Geld, weil viele Preiswertere haben das natürlich nicht. Dann ist es natürlich in Verbindung mit dem Auspuff auch nicht legal. Ja, und diese Kombination jetzt immer so ein bisschen so, dieses und dann dieses Missfeilen raus, ich denke, das macht er schon gut. So richtig so dumpfe, so, man muss es einfach erleben. Also, wir hoffen, dass es im Video gut rüberkommt. Auch wie das sich jetzt auf Dauer immer fährt, ob es störend ist, wird sich noch ein bisschen rausstellen. Wenn wir vielleicht morgen dann auf Stage 7 nach dem Prüfstand bei Hebelstand morgen sind. 10 Uhr. 10 Uhr früh. Nicht vergessen, wir haben morgen Abend das Video vom Prüfstand. Genau. Messungen mit den geänderten Hardware-Bauteilen, Ladenluftkühler, Ansaugung etc. Ich bin gespannt, was rauskommt. Wir freuen uns. Jetzt würde ich sagen, schönen Abend. Bis bald, oder? Wir haben nur für 2 Stunden bis 21 Uhr. Ciao. Ciao.